Hallo, im Namen der Montessori-Lernwelten heiße ich Sie recht herzlich in meiner Montessori-Werkstatt willkommen. Das Thema der heutigen Videosequenz ist ein sehr leidiges Thema für Schüler, das Üben und Lernen des Einmaleins. Ich möchte Ihnen heute die Pythagoras-Tafel vorstellen und zeigen, was die alles für Möglichkeiten hat, damit die Kinder spielerisch das Einmaleins üben und es sich bei den Kindern festigen kann. Das Material besteht aus drei Teilen. Einmal die Tafel zum Auslegen mit den Zahlen von 1 bis 10, einmal waagerecht und einmal senkrecht. Das Kästchen mit den Zahlentafeln, in dem sich alle Ergebnisse der 100 1x1 Aufgaben befinden. Und die Kontrolltafel, wie immer beim Montessori-Material, mit dem die Schüler sich ganz selbstständig kontrollieren können, ob sie korrekt gearbeitet haben oder nicht. Die Tafel bietet ganz unterschiedliche Möglichkeiten für einzelne Schüler, für Zwei- oder Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppen, aber auch durchaus für eine ganze Klasse. Die einfachste Variante ist, eine Reihe genau linear auszulegen. 1 mal 6 ist 6, 2 mal 6 ist 12, 3 mal 6 ist 18. Das Prinzip der Pythagoras-Tafel ist das gleiche wie die 100er-Tafel, dass ein Raster in Form wie ein Koordinatensystem aufgezeichnet ist und ich dann die mit den Fingern nachfahren kann, wo die zwei sich treffen, um das Ergebnis hinzulegen. 4 mal 6 ist 24, 5 mal 6 ist 30, 6 mal 6 ist 36, 7 mal 6 ist 42, 8 mal 6 ist 48, 9 mal 6 ist 54 und 10 mal 6 ist 60. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Zahlen völlig ungeordnet ich zuordnen muss. Zum Beispiel ziehe ich hier die Zahl 14. Welche Malaufgabe hat das Ergebnis 14? 2 mal die 7. Hier treffen sich meine Finger, also kommt die 14 dahin. Eine andere 42. Welche Aufgabe hat das Ergebnis 42? 7 mal die 6. Und meine Finger treffen sich hier. Hier wird auch deutlich, dass ich mich auch orientieren kann an der Umkehraufgabe, weil 6 mal die 7 ist auch 42 und würde also noch einmal hier hinlegen. Mit der Tafel finden die Kinder auch heraus, dass viele 1x1-Ergebnisse zweifach, dreifach bis zu vierfach vorkommen und man auch deshalb sich manches viel leichter und besser merken kann. Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas Anregung geben konnte, mit dieser Tafel zu arbeiten. Und wünsche Ihnen nun viel Erfolg in der Arbeit mit den Kindern, Ihnen hoffentlich etwas mehr Begeisterung zu bescheren, mit diesem Material das 1x1 zu üben. Und den Kindern wünsche ich natürlich auch viel Spaß dabei, das 1x1 mit diesem Material schneller und einfacher zu lernen und auch dauerhafter zu behalten. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.